Vor nicht allzu langer Zeit hat's auch den Glückspilz mal erwischt. Nur den anderen kann sowas passieren, dachte ich mir doch nicht. Und am nächsten Morgen hat mich meine Frau gleich hingebracht zu den Carcinoma Angels auf B8. Und sie haben mich mit allen Endoskopen durchgecheckt. Und sie haben mir den Arsch in knapp 2 Monaten geflickt. Und ich hab noch viele Tage, viele Nächte lang verbracht bei den Carcinoma Angels auf B8. 6:30 Uhr, Fieber messen, Blutdruck, Betten machen schnell. Noch beim Waschen helfen, Arztvisite, Frühstücks wird schon hell. Zwischen all dem Trubel wurde trotzdem gern und viel gelacht bei den Carcinoma Angels auf B8. Pflegen, helfen, trösten, zuhören, immer freundlich mit Geduld. Wenn Patienten schellen, rennen und die Engel kommen bald. So sind alle meist am nächsten Morgen wieder aufgewacht bei den Carcinoma Angels auf B8. Jeden Tag die gleiche Sisyphus, Maloche Jahr für Jahr, karger Lohn für harte Arbeit, doch ein Mensch, der hier mal war, hat oft dankbar, wenn er in die Sonne sah, an sie gedacht, an die Carcinoma Angels, die Carcinoma Angels auf B8.